Open. Bye, 1000 Preview mix. Exclusive. Also das Hip-Hop-Open gibt es seit dem Jahr 2000. So lange machen wir das Hip-Hop-Open schon. Das bedeutet, wir sind jetzt in unserem 8. und eigentlich in unserem 9. Jahr. Künstler reisen meistens ein, zwei Tage teilweise früher schon an, um hier den ganzen Flair und alles mitzukriegen. Bei uns ist wirklich ab dem ersten Act Highlife. Max Serre, DJ Pico. Der Kopf kommt auf jeden Fall zum Hip-Hop-Open. 2008, 2007 war Abriss, Stuttgart. Ey. Von morgens bis abends voll Power. 12 Stunden Hip-Hop-Marathon. Der Hauptact, auf den ich mich natürlich besonders freue und worüber ich 15 Kreuze geschlagen habe, dass wir den eintüten konnten, ist natürlich Ludacris. Stand up! Stand up! When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Hell yeah, hey DJ, bring that back. Wir haben das erste Mal hier, wir haben ein exklusiver Festival. Hi, wir sind Culture Candela. Gibt's natürlich einen Act, auf den ich mich auch ganz, ganz, ganz besonders freue, weil NWA war für mich der Ice Cube im Ring natürlich. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf Dynamite Deluxe, die Reunion. Auf Sido freue ich mich natürlich, auf Sunny Linguist aus den USA. Ansonsten gibt's natürlich jede Menge andere weitere Acts noch, auf die ich mich besonders freue. Und wir sind Max und Plan B. Alle Hip-Hop-Open-Fans, wir grüßen euch und wir freuen uns auf Ludacris, der auch aus dem Süden ist. Wir freuen uns auch auf Max und Plan B, die endlich mal wieder auf dem Hip-Hop-Open sind. Im Side-Event-Bereich ist eigentlich alles geboten. Es gibt natürlich Graffiti, es gibt Breakdance, B-Boying. Der Hunger hat, kommt natürlich auch nicht zu knapp. Jeder, der schon beim Festival war, weiß, was ihn erwartet. Alle, die es nicht wissen, kommt, schaut es euch an, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Es gibt zwei Aftershow-Partys, die ihr nach Möglichkeit nicht verpassen solltet. Die eine ist direkt gegenüber vom Festivalgelände. Das ist im Club Zollamt. Da findet die offizielle Hip-Hop-Open-Aftershow-Party statt. Und dann gibt es nochmal eine im Supreme in Perkins Park. Jan Delay, aka DJ Flashdance, wird dort auflegen, zusammen mit Chobby von Massive Töne und Hashing, dem Resident DJ vor Ort. Nicht zu vergessen ist natürlich auch die Party am Abend davor. Für jeden, der sich ein bisschen auflockern will für das Festivalprogramm, solltet ihr auf jeden Fall ins Rocker 33 gehen. Da trifft Elektro auf Hip-Hop und auf Classics und auf alles Mögliche. Wer mehr Infos haben will, geht einfach auf hiphopopen.de oder auf myspace.com/hiphopopen. Holt euch alle Infos, da gibt es Infos zu Ticketpreisen, wann das ganze Ding losgeht, die Location, Adressen, wo die verschiedenen Aftershow-Partys sind und alles, was ihr wissen müsst, gibt es auf hiphopopen.de. Ein Tag Good Living und wirklich komprimiert Hip-Hop in your face.